herzlich willkommen zu einer kleinen Info-News. Die ein oder andere hat schon mitbekommen, der ETS2 Multiplayer wurde geupdatet. Das heißt nun, what the hell? Wir sind wieder die Verrückten unterwegs hier. Habt ihr gesehen? Einfach hier guckt nur die Verrückten, Alter. Ey. Da kriegst du die Macke hier. Nasenbohrer. Wie schon gesagt, die Verrückten sind wieder unterwegs on the road auf der neuen Version. Man kann nach wie vor seine Trailer kaufen. Hier, ich habe mir einfach mal diesen Flachbett-Auflieger geholt und fahre jetzt hier praktisch durch die Weltgeschichte rum. Wir sind gestern schon mit Maximus eine Runde gefahren. Multiplayer gestern Nachmittag. Es war wirklich spontan. Ich hatte spontan mal Zeit, also bin ich eine Runde mitgefahren. Aber er hat es nicht auf die Reihe gekriegt, hat sich verfahren. Meine Herrschaft, wir waren 24, 25, 30 Leute, was auch immer. Hat nicht geklappt. Alle verfahren. Katastrophe. Nichtsdestotrotz war es lustig, wie immer halt. Und ja, vielleicht sieht man den einen oder anderen ja jetzt mal hier beim Multiplayer. Ich werde vielleicht mal wieder eine Runde fahren, wenn sich mal die Zeit ergibt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn man den einen oder anderen dann auch mal sieht. Ne? Ansonsten, hier wird hier nicht mehr hinzuzufügen. Ne? Nur, dass wir da verrückt unterwegs sind. Fahrt wenigstens ein bisschen nach den Regeln. Das wäre echt schön, wenn die Leute mal anständig fahren würden. Ich fahre jetzt hier zum Beispiel. Ich bin immer einer, der gerne... Gut, ich fahre jetzt hier 89. Das ist eh zu schnell. Also normal fahre ich immer so 86. Das ist immer so meine Reisegeschwindigkeit beim LKW. Da habe ich einen Tempomaten rein, tue schön Sprit sparen und fahre gemütlich meine Tour. Schneller fahre ich nicht. Im realen Leben gehen die Kisten ja auch 89, 90, aber dann müsste normalerweise Ende im Gelände sein. Aber naja, der ein oder andere fährt halt doch ein bisschen schneller. Ich mache es nicht, ich halte mich an die Regeln. Dann macht es natürlich auch Sinn, im Konvoi zu fahren und natürlich halt auch seine Touren anständig abzuliefern, ne? In einer anständigen und originalen Geschwindigkeit, ne? So wie es halt sein soll. Ansonsten, hier wird nichts mehr hinzuzufügen. Ja, Livestream zum Multiplayer werde ich die nächsten Wochen mal nicht machen, weil mir fehlt sowieso die Zeit. Ich muss ständig arbeiten, ich muss permanent arbeiten, ich muss so viel arbeiten. Deshalb fahrt einfach bei Maximus mit, der ist immer on the road. Und wenn ich dann Zeit habe, fahre ich bei dem auch mal eine Runde mit. Ansonsten, hier wird hier nichts mehr hinzuzufügen. Außer, wie schon gesagt, holt euch das neue Update hier für Multiplayer und dann on the road. So sieht übrigens mein Laster aus, ne? Wer mich mal sieht, grün, Actros. Und falls jemand meckert, Actros, bist du blöde? Ich habe den Actros schon seitdem es den Multiplayer gibt. Habe ich mir damals, das war mein erster LKW. Und im Multiplayer, mit dem fahre ich hier auch schon. Ne? Und ich bin sage und schreibe schon, ich muss mal auf die Uhr gucken, 45.400 Kilometer im Multiplayer gefahren. Ich habe den Kilometerstand noch nie irgendwie geändert, beziehungsweise habe mir noch einen LKW gekauft. Das ist wirklich mein originaler Kilometerstand hier im Multiplayer. Ihr könnt ja gerne euren Kilometerstand unten mal posten, wenn ihr den auswendig wisst. Oder ansonsten guckt da halt schnell nach. Würde mich mal interessieren, wie viel, aber dann ehrlich sein. Nicht hier irgendwie, ich habe mal hier 5 Millionen, hast du nicht gesehen? Nein, seid schon ehrlich und postet mal unten rein, wie viele Kilometer ihr im Multiplayer schon gefahren seid. Wäre bestimmt interessant mal zu hören, wer hier so ganz schön oft unterwegs ist. Ne? Ja, ansonsten wünsche ich viel Spaß damit mit Multiplayer. Genau, hupen wir mal zurück. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß. Alte gute Fahrt immer, ne? Und bleibt sauber. Macht's gut. Tschüss.